Wir wollen uns heute in diesem kurzen Video mit dem Thema von Social Storytelling beschäftigen. Social Storytelling, das sind die Geschichten, die Sie erzählen auf Ihren sozialen Medienkanälen, also auf Twitter, auf Facebook, Instagram oder wenn es sich um Videos handelt, auf Ihrem YouTube-Kanal. Nun werden vielleicht einige von Ihnen sagen, was, jetzt soll ich auch noch Geschichten in den sozialen Medien erzählen? Geschichten erzählen, das tun wir im Theater, das machen wir auf der Bühne. Unsere sozialen Medienkanäle, die nutzen wir doch eher als eine Art Veranstaltungskalender. Da weisen wir auf Premieren oder Theaterabenden hin. Ja, aber die Unternehmen haben es uns in ihrer Werbung schon längst gezeigt, dass sie mit Geschichten erzählen sehr viel besser ihr Publikum interessieren können, dass sie es mehr an sich binden können und vor allem auch, dass sie eine Art, auch dass sie Emotionen aufbauen können. Das Publikum fiebert dann mit ihnen mit bis zur Premiere. Und deswegen nutzen wir diese Art auch im Theater. Ich habe Ihnen heute einen Aspekt aus diesem Thema mitgebracht und das ist die Unterscheidung in Mikro- und Makrogeschichten. Mikrogeschichten, das sind, wie der Name schon andeutet, vor allem die kleinen Schnappschüsse, die Sie aus Ihren Produktionen posten. Das sind meistens ganz kuriose Fotos, vor allem eben hinter den Kulissen, also aus Situationen und aus Orten, in denen Ihr Publikum normalerweise nicht hinkommt. Und vor allem leben diese Mikrogeschichten von der witzigen, lustigen Kommentierung dazu. Das ist ein gutes Mittel, ganz kurz Ihr Publikum immer wieder daran zu erinnern, dass diese Produktion bald zu Ihnen kommt. Die Makrogeschichten dagegen werden über einen längeren Zeitraum gepostet. Und zwar meistens über den Zeitraum einer Produktion. Da reden wir also von über Wochen oder gar Monate. Die Makrogeschichten geben Ihnen die Chance, wirklich die Reise dieser Produktion zu erzählen. Und zwar schon von Anfang an, also wenn die Idee zu Ihnen gekommen ist. Wie ist die Idee zu Ihnen gekommen? Welche Herausforderungen hat diese Produktion? Wie sind Sie mit diesen Schwierigkeiten umgegangen? Wie haben Sie die gemeistert? Aber auch sowas wie, wie sieht eine Stellprobe aus? Wie sieht ein Kulissenaufbau aus? Aber vor allem geben Ihnen diese Makrogeschichten die Chance, die Akteure dieser Produktion vorzustellen. Und zwar nicht nur die Menschen, die dann am Ende auf der Bühne zu sehen sind, sondern auch die vielen Helfer, die hinter der Bühne nötig sind, damit überhaupt am Abend der Vorhang aufgeht. Das können Sie alles in diesen Makrogeschichten erzählen. Wie gesagt, die gehen über einen längeren Zeitraum. Damit machen Sie sich auch wirklich einen Plan, einen Postplan, also was Sie wann auch posten wollen. Und übrigens reden wir da nicht nur von Fotos, immer mehr auch von Videos, also so kleinen Videos, wie wir jetzt hier auch haben. Die können gerne nur eine Minute lang sein, maximal vielleicht zwei, wo Sie da auch nochmal wirklich ein lebendiges Bild von Ihrer Arbeit zeigen können. Und Sie müssen sich vorstellen, für Leute, die sonst nicht so viel mit dem Theater zu tun haben, sind das alles ganz wichtige und ganz aufregende Sachen, mal zu sehen, wie viel Mühe, wie viel Arbeit, wie viele verschiedene Facetten überhaupt so eine Theaterproduktion hat. Ja, und jetzt kann ich Ihnen nur noch viel Erfolg wünschen beim Geschichtenerzählen, auf der Bühne, hinter der Bühne und vor allem in den sozialen Medien. Vielen Dank, Ihre Ina Ross.